In diesem Beitrag beschäftige ich mich mit Schäden an Pumpe-Düse-Motoren. In dem konkreten Fall handelt es sich um einen VW T5 mit einem 1,9 Liter TDI-Aggregat. Zum Zeitpunkt des Motorschadens lag die Laufleistung bei etwa 200.000 Kilometer. Der Beitrag zeigt die Schadensbilder und gibt Tipps, wie man einen Motorschaden eventuell vermeiden kann. Beginnen wir mit der Präsentation der einzelnen Bauteile und der Analyse der jeweiligen Schadensbilder. Hier zu sehen sind zwei Hydroschlüssel. Zur rechten Seite sehen wir ein bereits stark verschlissenes, aber noch funktionsfähiges Bauteil. Zu erkennen ist der Verschleiß an der bereits stark eingearbeiteten Oberfläche. Zur linken Seite sehen wir nun einen defekten Hydroschlüssel. Durch die extrem starke Beschädigung des Bauteils konnte in diesem Fall das Auslassventil nicht mehr vollständig betätigt werden, da der Hydroschlüssel den dafür benötigten Öldruck nicht mehr halten konnte. Hier abgebildet sehen wir stark verschlissene Nocken in den Lagerschalen. Die unterschiedliche Farbgebung ergibt sich durch die einzelnen Lagerbeschichtungen, welche sich abgenutzt haben. Das letzte Bauteil, mit welchem wir uns beschäftigen, ist die Nockenwelle. Diese besteht, wie zu sehen ist, aus insgesamt 10 Nocken. 6 Nocken zum Betätigen der Ventile über die Hydroschlüssel und 4 Nocken zum Betätigen der Pumpe-Düse-Elemente. Wie hier gut zu erkennen ist, befinden sich sehr starke Beschädigungen an den Nocken zur Betätigung der Pumpe-Düse-Elemente. Beim genauen Betrachten sind auch Beschädigungen an den Nocken für die Hydroschlüssel zu erkennen. All diese Schäden führten dazu, dass die Leistungsausbeute des PKWs nur noch bei etwa 40% lag. Dies war auch die Ursache für den Werkstattbesuch. Eine mögliche Theorie hierzu wäre, dass die Pumpe-Düse-Elemente mit der Zeit undicht werden, weil sie ausschlagen. In der Folge kommt es zu einer Ölverdünnung. Das Motoröl verliert seine Eigenschaften, weil es sich mit dem Kraftstoff vermischt. Kurzstreckenfahrzeuge sind besonders betroffen, weil hier die erreichten Motortemperaturen nicht ausreichen, um den Kraftstoff verdunsten zu lassen. Recherchen im Internet haben ergeben, dass renommierte Zubehörhersteller bereits reagiert haben. Empfohlen wird die Verwendung eines ascheharmen Öls mit der Viskosität 5W40. Das Wechselintervall wird hierbei halbiert.